Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Mystery Box hier auf diesem Kanal. Und zwar heute eine, ja, so halbe Mystery Box. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Ganz wichtig, im Anschluss von dem kleinen Clip, also das Video würde sonst viel zu kurz sein, um das überhaupt hochzuladen. Deswegen wird jetzt im Anschluss dann, also direkt ne, nach dem Clip, wo wir das Ding auspacken, kommt dann einer noch, wo wir die Travis Scott x McDonald's Sachen auspacken. Das Video halt dann ein bisschen länger geht. Ja, ein 2-Minuten-Video hochzuladen wäre wahrscheinlich eher nicht unbedingt so nice, deswegen, wie gesagt, mache ich das eben so. Das Video hatte ich eh schon aufgenommen, dann kommt das halt nicht als Einzelvideo, sondern dann machen wir das eben hier, ja, mit in diesem Video sozusagen. Ja, wir haben hier dieses Paket hier am Start. Wir haben hier vorne D-Squared, einen Schuhkarton oder sowas von D-Squared, keine Ahnung. Und da ist ein Mystery Glass, jetzt habe ich schon verraten, von McDonald's drin. Das Ding ist, ich weiß ja in dem Fall jetzt tatsächlich auch schon mal was hier drinnen. Also, ich habe mir ja ganz bewusst ein Glas bestellt, aber das passt zu dem ganzen Thema ganz gut. Ich fand das Glas eigentlich ziemlich cool und ja, dann habe ich mir natürlich gedacht, Freunde, schlagen wir dazu. Hier ist schon offen. Digga, ab. Was hat der da reingehauen, Mann? Gekauft übrigens natürlich von eBay für, ich glaube, 20 Euro oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ja, kann ich euch auch theoretisch einblenden, wenn ich dran denke. Digga, was ist hier drinnen? What the fuck? Was ist das für ein Zeug? Bad Heilbrunner. Einschlaftee. Okay, also das hat mit unserer McDonald's Mystery Box relativ wenig zu tun. Die ganze Werbung, das zeige ich euch gar nicht, ja, werden wir eh nicht bezahlt hier. Und dann haben wir hier nämlich unsere Mystery Box in der Mystery Box. Und zwar ein Glas, na, wie gesagt, lüfte das gläserne Geheimnis. Ja, würde ich sagen, das machen wir ganz schnell. Ich muss sagen, das Glas ist tatsächlich eins der, wie ich finde, geilsten McDonald's Gläser, die es jemals gab. Warum hat er hier Taschentuch drauf gemacht? Okay, vielleicht damit es nicht kaputt geht oder so. Ja, und dann haben wir hier schon das Glas. Oha, geht sogar Licht durch. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich glaube schon. Hä? Okay, aber es sieht geil aus. Krass, Mann. Einfach so golden und das sieht irgendwie aus wie die Mischung aus einem McDonald's-Glas und einem WM-Pokal. Okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu übertrieben gesagt, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ne? Wie gesagt, das war eigentlich jetzt die Mystery Box und damit würde ich sagen, kommen wir, steht hier noch irgendwas drauf, 1 von 2 Gläsern. Okay, es gibt noch ein anderes. Okay, das wusste ich gar nicht. Dafür brauchte man übrigens, glaube ich, irgendwie die App oder so, keine Ahnung mehr genau. Ja, ich, bei sowas McDonald's und diese Gläser bin ich raus, deswegen habe ich es mir bei eBay geholt. Ich würde sagen, Freunde, wir kommen zum Travis Scott x McDonald's Unboxing. Viel Spaß damit und ja, wir gehen rüber in den nächsten Clip. Ganze 2 Monate später, nach dem Live-Cop, kommen wir heute zu dem Unboxing von meinem Travis Scott x McDonald's T-Shirt. Ich muss sagen vorab, ich hätte nicht gedacht, dass da noch irgendwas ankommen wird. Und ich habe auch schon bei anderen Leuten, wie bei Miguel Pablo zum Beispiel bei Instagram gesehen, dass er auch, ja, im Endeffekt immer noch drauf gewartet hat und eher davon ausgegangen ist, dass da nichts mehr ankommen wird. Ja, es ist tatsächlich soweit. Schön, Zoll war auch, ist auch drauf gekommen. Ich glaube, insgesamt waren das 25 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Also es geht noch, aber ja, trotzdem. Leider kam Zoll drauf, was natürlich auch irgendwie schon klar war. Und da steht das hier sogar drauf. Genau, 24,15 Euro. Ja, ganz genau so viel waren das. Nicht wundern, das Päckchen ist jetzt schon offen. Ich erwarte nämlich auch noch ein paar andere Dinge. Und ich habe ich habe den Aufkleber gar nicht gesehen, weil das andersrum lag, wo jetzt meine Adresse drauf ist, was ich nicht zeige. Aber ich habe nicht gecheckt gehabt, dass das genau das ist. Das habe auch nicht ich, sondern meine Mom entgegengenommen. Und deswegen wusste ich jetzt nicht genau, dass es das hier ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, Freunde, wir schauen einmal rein hier und gucken uns das T-Shirt an. Das habe ich natürlich noch nicht ausgepackt. Also das T-Shirt ist nochmal in Folie. Okay, die fühlt sich irgendwie übelst billig an. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier unten dürfte nochmal draufstehen. Genau, Fry T-Shirt 2 in Brown und Größe L haben wir hier genommen. Ich hoffe, dass dieses T-Shirt auch passen wird. Wenn nicht, dann wäre das auf jeden Fall wirklich der größte Reinfall, weil ich halt, wie gesagt, so lange darauf gewartet habe. Ich würde sagen, wir packen das mal aus und ich bin auch auf die Qualität natürlich gespannt. Okay. Was ich geil finde schon mal, ganz kurz vorab hier. Der Stoff fühlt sich aber sehr besonders, sehr eigen irgendwie an. Ja, egal, da kommen wir gleich dazu. Hier hinten schön das Cactus-Check-Logo mit drinnen. Das ist auf jeden Fall ein geiles Detail. Ansonsten sehe ich auch schon am Arm, haben wir hier dann, geil, McDonald's-Logo, beziehungsweise steht dann Cactus-Check noch mit drinnen, statt McDonald's. Und ansonsten, warte mal, das riecht irgendwie auch komisch. Boah! Okay, ich schwöre euch, es riecht
so komisch, ja. Es stinkt wirklich einfach richtig. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich sehe schon, der Fit wird wahrscheinlich relativ breit sein, aber es wirkt jetzt auch nicht gerade so, als wäre das sehr lang. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das cropped geschnitten ist, ob das eigentlich so gedacht ist oder nicht. Ja, wobei doch, es müsste passen, denke ich mal. Wir probieren es natürlich gleich mal an. Ganz kurz noch einmal gezeigt hier, Kapuze richten. Ganz kurz gezeigt einmal, wie das Motiv vorne aussieht. Ja, sind halt eben diese Pommes drauf. Ich glaube, die Farbe vom T-Shirt müsste genau die sein, wie die McDonald's-Mitarbeiter auf ihren T-Shirts immer haben. Ja, aber es macht an sich jetzt keinen so ultra schlechten Eindruck. Der Print, naja, ob der so hochwertig ist, sei mal dahingestellt. Ich weiß leider auch nicht, es ist, glaube ich, keine Rechnung dabei, oder? Nö. Leider keine Rechnung dabei, wie viel das Ganze hier gekostet hat. Ich hoffe mal nicht so viel, aber ich glaube 70 Euro oder so sogar. Ja, plus der Zoll da drauf. Würde das jetzt 24 Euro an sich kosten, was nur die Zollkosten hierbei waren, dann würde ich sagen, ist das in Ordnung. Aber es ist echt, also es ist das Geld nicht wert. Das sage ich direkt. Ich weiß nicht, ob der Stoff sich irgendwie geil anfühlen soll und besonders oder ob der halt einfach nur billig ist. Aber es wirkt irgendwie nicht gerade hochwertig, muss ich sagen. Ich hätte viel mehr erwartet, ganz ehrlich. Das fühlt sich echt nicht gut an, muss ich sagen, leider. Zum Schlafen oder so würde das auf jeden Fall gehen, aber sonst, ich, keine Ahnung, Mann. Man muss das mal bei einem Outfit sehen. Jetzt gerade habe ich eine rote Hose an, wobei die sogar zum Logo passen würde, aber das ist jetzt nicht unbedingt das perfekte Outfit damit. Keine Ahnung, egal, Freunde. Das war es soweit mit dem Video, mit dem Unboxing. Wie gesagt, ich kann es nicht unbedingt weiterempfehlen, wenn ihr das Ding nicht gekauft habt. Auf jeden Fall lieber nicht holen und ja, lasst gerne einen Like und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen, Freunde. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Quiz TV ist mein zweiter Channel. Unterhaltung und Unboxings oft auf meiner Welle. Drückt auf Abonnieren, aktiviert ganz schnell die Glocke. Bleibt ihr hängen auf den Videos, dann kann ich sie verdoppeln. Never stop it, bin eine Ikone, wie die Cap schon sagt. Wer sich jetzt noch fragt, was ich meine, schaut die Fashion an. German Hype, Fits auf Insta, du weißt, wer ich bin. Ja, trag die Ausschrift, Icon für immer.